Bist du den Flo? Ist ganz lecker, ne? Ja, probier mal. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Also meiner schmeckt nicht schlecht. Der riecht gut. Oh. Mhm. Der schmeckt jetzt kommt auch gerne. Nee, der schmeckt aus dem anders. Guck mal, probier mal. Ja, okay. Ja. Okay. Wie sind wir mit dem Ventil zusammen? Hey, die Seite schmeckt ja viel besser. Oder? Der ist ja so geil. Auf der Seite. Das macht doch keinen Unterschied, wo du da rauchst. Du, hier liegen die Schläuche übereinander, das sieht so nicht. Ja, nee, komm, sollen lieber den dann nicht sehen. Haben wir den nachher verzogen hier, das ist blöd. Ich möchte auch mal den Schlauch haben. Hallo? Ja, gleich. Einmal bitte den Schlauch. Ja, warte mal ab, wir rauchen den an für dich und dann kannst du den Genuss. Willst du mich verarschen? Der ist angeraucht. Die hat die Hände voll, die Nummer. Ey, ich kann die Rauchfunktion sehen. Übertreib doch mal nicht, Mann. Jedes Mal, wenn wir shishern, sitze ich hier und krieg den Schlauch nicht ab. Was soll der Kack, Mann? Stell dir mal bitte aus dem Weg, du gibst mir den Schlauch. Diese scheiß Dose ist mir kackegal, jetzt gib mir doch mal den Schlauch, Mann! Ey, es rasche immer. Komm, schnell doch mal. Komm doch mal runter. Frag doch einfach mal nett danach. Und dann kriegst du den auch. Hier, guck mal, kriegst du auch den anderen. Bitte, hier, kannst du beide haben. Danke. Komm mal runter, Alter, chill mal. Krass, ey, das ist so aufregend. Jo, chill mal! Chill mal. So, danke! Schnauze jetzt! Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar den persischen Apfel von Chilma. Ja, die Sorte bzw. die Marke haben wir das erste Mal auf der Frankfurter Shisha-Messe gefunden und entdeckt. Mhm. Und er hat einfach so überzeugt, dass wir da gleich einfach was gekauft haben. Wir wollten also schon viel früher ein Video machen, aber der Tabak war so schnell alle. Deswegen haben wir den jetzt nochmal nachbestellt. Was hier neu ist, die Dose sind 250 Gramm, kostet 18,90 €. Ihr habt also ein bisschen mehr drin. Preislich von daher auch voll in Ordnung. Das ist ein ziemlich guter Preis. Ja. Für 50 Gramm mehr und dann 1 € mehr. Was hier bei dem Tabak ganz cool ist, ihr habt wieder so eine Dose mit so einem, mit so einer Versiegelung, so einem Nutella-Verschluss. Lässt sich super einfach abmachen und ihr habt halt keinen extra Zip-Beutel nochmal mit drin. Von daher könnt ihr einfach aufmachen, der Tabak ist ready to smoke. Super gut! Mega nice! Super Truppe! Dann gucken wir uns doch gleich mal den Schnitt an. Ja, also es ist ein wunderschön goldgelber Tabak. Die Molasse ist ganz gut eingezogen. Ihr habt so einen ganz kleinen Bodensatz, aber der stört nicht weiter. Also es ist jetzt kein Chaos-Tabak. Geschnitten ist er doch relativ grob, wie ich finde. Also man hat deutlich noch Äste drin und ein paar größere Blättchen. Aber nichtsdestotrotz kann man damit ganz gut Köpfe bauen. Und wen das stört, der hat einfach eine Schere. Der hat so schön. Schneide das weg. Max the Lopes. Ja, dann halt mal noch den Zipfen mal rein. Und guck, wie der schnurrt. Also im Geruch. Kann das schon mal nicht überzeugen. Ich finde. Der riecht auf jeden Fall. Na? Also ich finde, der riecht sehr künstlich, aber... So, den vor den haben wir, komm. Jetzt chill mal! Der war mal so ein lieber Weihnachtsmann. Nicht in den Videos, weil wir wollen, dass er hier drin ist, sondern weil er das möchte. Halt, stopp! Jetzt schieb mal! Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Ja, also, im Geruch kann er auf jeden Fall schon mal nicht so richtig überzeugen, finde ich, weil der riecht ziemlich künstlich chemisch, aber nicht so wie künstlich chemischer Tabak riecht, sondern eher wie, wenn ihr ein fernöstliches Plastikprodukt bestellt und dieses zum ersten Mal auspackt. Yes! Yes! God! Thank you!
Aber schön. Gut beschrieben, dieser kettige Mock da. Ist irgendwie so ein komischer, vergorener Plastikmuck, hätte ich jetzt was gesagt. Plastik kann ich vergehren, aber ist egal. Und, naja, wenn man dran vorbeiriecht, dann kommt, finde ich, so eine leichte Anisnote durch, aber nicht so krass wie bei einem Doppelapfeltabak. Und ganz im Geruchsabgang, freilich, habt ihr so eine säuerliche, ja, vielleicht schon Apfelnote. Vielleicht so eine Apfelringnote. Sagen wir das, so eine Apfelringnote. Diese sauren Apfelringe, so wie die riechen, das habt ihr hier auch am Ende. Also irgendwie eine sehr fragwürdig komische Mischung. Aber vielleicht schmeckt er ja viel besser, als er riecht. Kann ich bestätigen. Hier ist. Also er schmeckt auf jeden Fall nicht, wie hast du gesagt, persisch, weil fernöstlich, plastisch, chemisch. Er schmeckt gut. Um es kurz zu beschreiben, er schmeckt gut. Was soll ich so sagen? Er schmeckt gut. Kann man gut beschreiben. Er schmeckt verdammt nochmal gut, hast du das gehört? Chimmer. Er weiß es nicht besser. Er weiß es nicht besser. Leute, wir wollen doch nicht aufregen. Dieser Tabak, Andi, ich glaube, du kannst es bezeugen. Er ist ein Brett. Wir stehen davor vor diesem Tabak und fangen einfach an zu sabbern. Oh ja. Der ist sowas von oberhammergeil. Unvergleichlich sehen. Also, nee. Okay. Ist wirklich einfach ein unvergleichlicher Geschmack. Persischer Apfel hatten wir auch vorher noch nie als Tabak. Mhm. Und ja, lässt sich halt auch, wie gerade gesagt, mit nichts anderem vergleichen. Also ihr habt einfach so eine richtig geile Apfelnote. Ja. Oh ja. Wie so ein, ja, schon ein bisschen reiferen Apfel oder wie dieser Apfeltee. Halt wirklich super lecker. Und wie dieser auflösbare Apfeltee. Aber so eine leichte Anisnote noch dazu. Also das gibt dieses Persische halt mit rein. Nicht diese typisch so. Merke, Anis, Persisch. Ja, also wirklich nur ganz leicht, aber ja, also den kann ich 24/7 rauchen. Der schmeckt einfach super geil. Problem ist, man kriegt ihn jetzt, oder zumindest hier in Berlin in der Gegend, noch nicht direkt im Laden. Also wir haben den bestellt von Shishanil, war das, glaube ich. Da haben wir den bestellt und der kam, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Tagen kam der schon an. Super gut auf jeden Fall. Und ja, die erste Dose ist halt auch schon wieder fast leer. Noch nicht mal eine Woche her. Der ist einfach mega lecker. Also das kann man nur so beschreiben. Ja. Aber ich glaube, man muss fairerweise sagen, ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die den nicht mögen werden. Also klar, gibt's immer. Aber ich finde, der hat schon sehr, sehr speziell auf den Geschmack, weil der auch gerade beim Ausatmen noch so eine ziemlich herbe Note dabei hat, finde ich. Hm. Es ist so eine Art würziger Geschmack. Also ja. Als wenn da noch andere Gewürze mit drin wären, neben dem Anis, macht irgendwie was anderes. Ich kann nicht verstehen, ja. Es wird Leute geben, die sagen, wie kann man den rauchen? Aber ich glaube, es gibt nur die zwei Extreme. Es gibt nur Leute, die sagen, der schmeckt oberhammergeil, und es gibt Leute, die finden ihn gar nicht gut. Ja, ich finde ihn so okay. Ich kann davon einen Kopf am Tag rauchen, aber dann ist er auch genug. Danke, dass du mich unterstützt, Max. Gerne. Ich finde, in jedem verdammten Video machst du so eine Scheiße. Mann, aber wir müssen doch ehrlich sein zu den Leuten. Ja, aber unterstützt mich doch mal, wenn ich jetzt sage. Überleg dir doch deine Worte mal vorher. Alter, chillt mal. Halt, stopp. Alter, chillt mal. Nein, das heißt deine Schnauze. Hm? Okay. Also ihr merkt, der Tabak bietet definitiv viel Platz für Diskussionen. Das auf jeden Fall. Wir sitzen ganz gut verteilt, weil ich und Adi finden den super. Da also überhaupt nicht. Ja. Das war die Regie. Die wollte es nochmal beniesen. Also, man kennt ja so dieses typische Problem, dass zum Beispiel bei Doppelapfel, bei dem Standard-Doppelapfel, dass es da halt auch Leute gibt, die den gar nicht mögen, weil es halt mit Apfel so gesehen ja nichts zu tun hat. Das ist halt wirklich eine super gute Alternative, weil ihr halt einen Apfelgeschmack habt und halt auch nicht diese starke Anisnote. Also, wer von euch wirklich mal Bock drauf hat, irgendwas Neues, Orientalisches zu probieren, gönnt euch den? Ja, gönnt euch den. ich wollte aber noch mal ganz kurz einwerfen. Es gibt ja auch Grünapfel. Adalia fällt mir da zum Beispiel ein. Dieser, wie hieß denn der? Fresh 24/7, den Flo und ich mal vorgestellt haben. Genau, der auch. Damit ist es auch nicht zu vergleichen. Es ist so ein kleiner Mix aus beidem. Wobei ihr
wenn ihr Grünapfel und Doppelapfel mischt, auch keinen persischen Apfel kriegt. Ja. Müsstest du ja Persien und Apfel mischen. Persien-Tabak. Richtig. Ja. Ja. Okay, also falls ihr mal Bock auf eine neue Erfahrung habt, bestellt euch den gerne mal. Ja, am besten nicht dran riechen, weil das könnte ein bisschen verwirrend sein, aber durch der Geschmack überzeugt uns auf jeden Fall komplett. Fast komplett. Zum Teil. Manchmal. Einmal am Tag. Rauchtechnisch gibt es glaube ich auch nichts zu meckern. Top. Punkt. Punkt. Ja, Setup ist auch wie immer in der Videobeschreibung. Wir müssen mal mit dir rauchen. Und ja, damit war es das schon wieder. Checkt gerne mal unsere Social Media Plattform ab. Haben wir auch nochmal in der Videobeschreibung alles verlinkt oder hier im Bild. Oder ihr werdet es schon finden. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. In alter Frische. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Haut rein. Euer Shisha-Team. Tschüss. Ciao, ciao. Das ist der Kommentar. Das ist die Regie hier. Das ist die schöne. Das ist die Hand. Der Hulk kommt in deinem Bild. Mit der anderen hat sie gerade die Kamera gehalten. Mit dem Fuß. Mit dem Fuß. Finde ich, der hat mich gut beruhigt, der Tabak. Ich war so ein bisschen in Rage. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber. Ich weiß überhaupt nicht warum. Eigentlich viel mehr, oder? Du hast definitiv am meisten an dieser Shisha gezogen. Definitiv. Das kann durchaus sein, ja. Ja, weil ich mich da trotzdem. Ja, deine. Ja. Ganz genau. Der ist kaputt gegangen. Ja. Das war die Regie.